Eine Tabelle erstellen in Writer, LibreOffice 6. Einfache Tabelle in Writer. Öffnen Sie Writer. Betätigen Sie einmal die Eingabetaste. Fügen Sie nun eine Tabelle ein. Im Menü wählen Sie Tabelle, Tabelle einfügen. Im Dialog Tabelle einfügen geben Sie bei Spalten 6 ein. Bei Zeilen geben Sie 25 ein. Klicken Sie auf Einfügen. Die Tabelle wurde eingefügt. Mit einem rechten Mausklick in die Tabelle wählen Sie die Tabelleneigenschaften aus. Klicken Sie auf den Tab Spalten. Die Spaltenbreite passen Sie wie folgt an. Spalte 1 6,00 cm. Spalte 2 2,60 cm. Spalte 3 1,20 cm. Spalte 4 1,20 cm. Spalte 5 3,00 cm. Spalte 6 3,00 cm. Klicken Sie auf OK. Sobald der Cursor in der Tabelle steht oder die Tabelle markiert wird, wird automatisch die Symbolleiste Tabelle zugeschaltet. Die Tabelle markieren Sie mit dem Symbol Tabelle und wählen Schriftart Dosis und Schriftgröße 10. Nun tragen Sie in der obersten Zeile links ein Lieferschein. In der fünften Spalte das Wort Datum. Und in der sechsten Spalte das tatsächliche Datum. Sie markieren die Zeile und wählen Schriftgröße 15. In der dritten Zeile links beginnen Sie mit den Überschriften Artikel, Bestellnummer, Größe, Menge, Warenwert Euro, Endpreis Euro. Markieren Sie Zeile 3 und wählen Zentriert ausrichten. Ab Zeile 4 markieren Sie Spalte 2, 3 und 4 und wählen Zentriert ausrichten. Auch ab Zeile 4 markieren Sie die Spalten 5 und 6 und wählen Rechts ausrichten. Gleich anschließend klicken Sie auf das Symbol Zahlenformat. Im sich öffnenden Dialog Zahl formatieren wählen Sie bei Kategorie den Eintrag Dezimalzahl aus und bei Optionen wählen Sie zwei Nachkommastellen. Klicken Sie auf OK. Die Formatierungen in den Zellen der Tabellen können ganz nach Wunsch vorgenommen werden. Werden Sie bei Ihren eigenen Tabellen kreativ. Die Tabelle wurde nun noch weiter formatiert und anschließend gespeichert. Als Name bei der Speicherung wurde Lieferschein.odt verwendet. Sie arbeiten nun mit diesem Dokument weiter. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die letzte Zelle unten rechts fahren, sehen Sie, dass dort eine Summenbildung eingetragen ist. Sie speichern das Dokument unter dem Namen Lieferschein ausgefüllt. Nun tragen Sie einige Positionen mit Artikeln ein. Sie formatieren die Bestellnummern.
Für den N-Preis je Artikel tragen Sie eine Formel ein. Sie formatieren den N-Preis. In der letzten Position Herrenhosen tragen Sie bei Menge 2 ein und klicken in die Zelle bei N-Preis. Schauen Sie sich nun die Summe aller Artikel an. Kalktabelle in Writer. Öffnen Sie Writer. Nun fügen Sie eine bestehende Kalktabelle ein. Im Menü wählen Sie Einfügen, Objekt oder Objekt. Im Dialog oder Objekt einfügen wählen Sie LibreOffice 6.0 Tabellendokument und aus Datei erstellen. In der nächsten Auswahl klicken Sie auf Suchen. In der Dialogbox öffnen, markieren Sie die Datei Tabelle ods.ods und klicken auf Öffnen. Setzen Sie noch ein Häkchen bei Mit Datei verknüpfen. Sie klicken auf OK. Nun wurde die Kalktabelle als Objekt in das Writer-Dokument eingefügt. Ein Doppelklick auf das Kalktabellenobjekt öffnet in Kalk die Bearbeitungsansicht. Die Tabelle kann nun genau wie in Kalk bearbeitet werden. Zum Schluss sollten Sie das Dokument noch speichern. Sie vergeben den Namen Lieferschein mit Kalktabelle. Sie klicken auf Speichern.